herzlich willkommen bei EQT, dem Podcast für Zuhörkultur und Empathieausbau. Ich bin Hanna und in diesem Podcast geht es um Menschen und um deren Geschichten. Und heute die erste Gästin für 2021 ist Nusseiba. Hi Nusseiba. Hey. Nusseiba, wie bist du ins neue Jahr gestartet? Sehr, sehr angenehm. Gemütlich. Ehrlich gesagt, ja. Was hast du gemacht? Mit der Familie und wir haben Raclette gemacht. Oh, richtiger Klassiker. Ja. So, es war das erste Mal, dass ich auch Raclette gemacht habe. Wirklich? Zu Neujahr. Also ich habe schon mal Raclette gemacht, generell. Ja. Aber es war das erste Mal, dass ich zu Neujahr so... Ich wusste auch gar nicht, dass das ein Ding ist. Doch, das ist ein richtiges Ding. Ich habe das erst im Nachhinein gecheckt, weil ich die ganzen Storys gesehen habe. Ich dachte so, okay. Wirklich, und dann habe ich, ich schwör's dir, und danach habe ich so gefragt, macht man das am Silvester? Raclette essen? Du bist nicht so individuell, wie du denkst. Nein. Jeder isst Raclette zum Silvester. Ich habe das dann im Nachhinein gecheckt. Oh, das ist, achso, das ist was. Ja, das ist ein Trend. Voll. Ich glaube, auch Fondue ist auch so ein Silvesteressen. Okay. Aber was ich nicht wusste, du bist ja Berlinerin, richtig? Hier in Berlin, man sagt ja zu Pfannkuchen. Da, wo ich herkomme, sagt man Berliner dazu. Aber diese Teigdinger, gefüllten... Und das ist doch so ein Silvester-Neujahrstradition hier, oder? Ey, du fragst dich falsche. Echt? Du fragst die falsche Person. Überall habe ich das gesehen und alle waren so Pfannkuchen. Ich war so, what the fuck? Aber das ist hier das so. Das kann sein. Das ist so ein Berliner Ding, glaube ich. Das kann wirklich sein. Also, ich habe die letzten Jahre auch immer Silvester war eigentlich immer mit Freunden, aber meistens richtig gemütlich zu Hause mit Film und Musik und keine Ahnung was. Also, es war einfach eher so Sleepover-mäßig. Ja, das heißt, dieses Jahr war fast. Ähnlich. Ähnlich. Also nur war ohne Freunde. Unterschied, wirklich. Und wir sind dann immer zu 0 Uhr rausgegangen, haben uns das einmal so kurz alles angeguckt, so dies, das und dann wieder zurück. Ja. Bist du dieses Jahr rausgegangen? Nee, vom Balkon einfach zugeschaut ein bisschen. Es gab ja sowieso nicht krass viel, aber so vor dem Balkon bei uns war schon richtig viel los. Ja, man hat es also wirklich viel gesehen eigentlich, aber... Ja. Man muss dazu sagen, wir beide sind mehr oder weniger fast Nachbarn. Ja. Also wir sind beide... Neighbors. Wir sind fast Neighbors. Deswegen, das ist ja auch so lustig. Woher kennen wir uns eigentlich, frage ich mich. Ich habe das dich schon mal gefragt. Wir kennen uns auf jeden Fall irgendwie über Rachma. Ja, also ich glaube, also aus meiner Perspektive war es so. Es gibt mehrere Geschichten. Also ich erinnere mich, glaube ich, du hattest mir, glaube ich, online auf Instagram einfach, du bist mir gefolgt. Ja, Stalkerin, wie ich halt bin, you know. Aber ich habe es irgendwie, glaube ich, gar nicht bemerkt oder so, also irgendwie in dem Moment. Aber ich habe dann irgendwann deinen Account gesehen, weil ich glaube, weil du halt meine Storys angeschaut hast. Und danach habe ich gesehen, dass Rachma dir auch folgt. Und dann habe ich Rachma gefragt, wer ist das? Who is this bitch? What is she doing? Und ich weiß gar nicht, ob du zu dem Zeitpunkt schon den Podcast gemacht hast. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war davor. Ja. Und dann hat Rachma einfach gesagt, ja, das ist Hanna, sie ist voll cool. Dann habe ich dir zurückgefragt. Glück gehabt. Dann bin ich dir zurückgefolgt, glaube ich. Und dann so halt, es war anfangs nur Instagram, glaube ich. Ja, ich glaube, es war auch echt nur Instagram. Und dann haben wir uns natürlich auch irgendwann mal hier so beim Spazieren getroffen. Ja, wir haben uns zufällig gesehen, weil wir halt fast nebeneinander wohnen. Wirklich. Also das jeder, ist so der wirklich cool. Unter 20 Minuten in meiner Nähe wohnt, ist für mich mein Nachbar. Ja. Okay, das sind viele, viele Menschen hier. Aber nee, ich fand das so cool, als wir uns da irgendwie am Hansaplatz, ne, haben wir das gesehen. Und da dachte ich so, oh, das ist so cool, weil ich bin ja so nach Berlin gezogen und für mich ist das so, oh my God, yeah, I got it all. Weil im Sinne von, wow, ich habe Leute, die ich einfach so auf der Straße treffe, das ist für mich voll cool. Yeah. Für dich ist langweilig, weil das ist deine Hood und du bist hier zur Schule gegangen und alles ist eigentlich... Aber ich treffe trotzdem nicht viele Leute auf der Straße. Ja. Obwohl die meisten Leute hier in Moabit wohnen. Kennst du eh alle. Nee, echt, also Moabit ist schon cool, weil man trotzdem, also es ist immer noch so eine kleine Hood in dem Sinne, aber es sind immer noch so viele Menschen hier unterwegs, die du auch einfach gar nicht kennst. Also du läufst hier rum und trotzdem weiß irgendwie keiner, wer du bist so. Ja, cool. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr froh, dass sich unsere Wege irgendwie gekreuzt haben. Und ich bin sehr glücklich, dass du Lust hattest, diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Nusseiba, ich stelle ja immer diese Frage aller Fragen. Und ich bin gespannt, was du mir zu erzählen hast. Und die Frage ist, was ist deine Geschichte? Ich wusste ja, dass das auf mich zukommt. Damit habe ich gerechnet. So, aber ich wollte es so ein bisschen, also ich habe mir jetzt ein bisschen Gedanken dazu gemacht, jetzt nicht krass viel, so ich wollte es so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ja. Und ich weiß, glaube ich, so schon in die Richtung, wo ich, glaube ich, hin will.
Ja, ich glaube, bevor ich vielleicht anfange so zu erzählen, vielleicht ein bisschen was zu mir. Wie gesagt, ich bin Nuseiba. Also mein voller Name ist Nuseiba Dilan Abuzmero. Nice, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, so, ich glaube, so die erste Reaktion, die Leute haben, wenn sie mich kennenlernen, ist immer so, halt, hat immer was mit meinem Namen zu tun. So Nuseiba, was ist das für ein Name? So, ich habe den noch nie gehört, ich kenne keine andere, die so heißt. Ich kenne selber auch nur eine einzige Person, die noch so hieß. Wow. Die war auf meiner Grundschule. Oh, krass. Das ist aber krass. Ja, ja, das ist wirklich heftig. Und, aber sie war nicht in meiner Klasse. Sie war in der Klasse, glaube ich, meiner kleinen Schwester. Und sie ist aber während der Grundschulzeit schon wieder ausgewandert. Also, okay, alles klar. Verlassen. Also du bist die Queen Bee geblieben. So. Es kann nur eine geben. So, ich weiß nicht, ob es noch weitere Muselmas in diesem Land meldet gibt. Meldet euch. Ich schwöre, wir connecten. ja, also das ist so... Genau, das ist meistens so die erste Reaktion. Oder es gibt Momente, wo ich mich auch mit meinem zweiten Namen vorgestellt habe. Also, wirklich? Naja, manchmal habe ich auch Dilan benutzt, zum Beispiel auf Arbeit oder so, wenn ich irgendwo gearbeitet habe, weil es einfach leichter war, hatte ich das Gefühl, krass, für die meisten Leute, sich den zu merken. Ja, so, das ist einmal so zu mir. Aber zu deinem Namen, das finde ich nämlich so cool, falls ich das so sagen darf, aber dein Instagram-Handle ist ja Nuseiba. Ja. Und ich war so... Weil ich habe gar nicht gewusst, dass du Nuseiba heißt. Ja. Und ich hatte halt, wie gesagt, erst nur dein Instagram-Handle. Und dann hat Rachma irgendwann so von dir, ich glaube, ich bin dir wirklich irgendwie einfach nur, ich glaube, ich bin dir gefolgt, weil ich damals bei, damals noch BlackRock Talk, ja, du warst dabei. Ja. Und dann bin ich allen gefolgt, die da waren, weil ich dachte so, boah, das war so eine coole, das war, glaube ich, auch die erste Folge von BlackRock Talk, die ich gesehen habe. Ja, es war auch die allererste Folge, die sie es ging um Katjes und genau, Katjes Werbung. Glaube ich, eine weiße Frau, die einen Hijab getragen hat oder so, irgendwie sowas. Und ihr habt darüber diskutiert und ich fand das so eine anregende und gute Diskussion und dachte so, wow, wer sind diese ganzen krassen Leute? Und dann habe ich nämlich, und dann war nämlich so in dieser Beschreibung, war nämlich, und dann bin ich allen gefolgt und dir halt auch. Und deswegen, ich hatte das damals gar nicht so, ich weiß, ich bin einfach nur so blind gefolgt, deswegen finde ich, habe ich diesen Namen irgendwie erst so später verstanden auch. Ja, ja, also viele denken, dass ich Nuseiba auch wirklich heiße. Was auch echt cool wäre. She's a Bay. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich auf den Namen, wie ich drauf gekommen bin, draußen Nuseiba zu machen, einfach ein E hinten ranzuhängen. Aber das war einfach cool. Schon richtig lange. Ich habe den Namen, glaube ich, schon wirklich seit Jahren. Ja, so. Ja. Und er ist halt kurz und knackig und ja, ich fand den auch cool. Ja, voll. Nein, richtig cool. Ja, ansonsten vielleicht noch so ein bisschen zu mir ist einfach... ich bin 23, studiere Psychologie, noch einen Bachelor. Also ich bin jetzt in Charlotte fertig. Bist du eigentlich da hingekommen? Es ist ja ein super wichtiges Fach, aber es ist ja auch ein sehr schwieriges Fach. Also wie bist du da, was war sozusagen deine Motivation? Ich habe mich einfach random teilweise auch ein bisschen dafür entschieden. Ja. Also Psychologie war eigentlich ein Fach, wo ich sage, okay, ja, ich habe Interesse, aber ich hatte auch an ganz vielen anderen Sachen Interesse. Und ich habe mich auch damals für vieles beworben, um einfach so Plan B, C, D, E, F und sowas zu haben. Yeah. Und meine Eltern waren ehrlich gesagt diejenigen, die mich so ein bisschen in die Richtung so gepusht haben. Meine Mutter hat das halt extrem gefeiert. Sie meinte, ja, mach es. So, es ist ein gutes Fach und sowas. Also du kannst damit auch später sehr, sehr viel machen. Und du kannst auch sehr nützlich sein generell, wenn du das gemacht hast. Und ja, ich habe mich dann einfach, ehrlich gesagt, so ein bisschen aus dem Bauch heraus dann dafür entschieden. Und ich bin dann auch, ehrlich gesagt, dabei geblieben. Obwohl ich bin ehrlich, zwischendurch oft Momente hatte, wo ich überlegt habe, abzubrechen. Weil das Studium an sich nicht entspannt ist oder sonst was. Nee, also es ist echt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Stressig. Das Studium an sich ist wirklich sehr stressig. Du hast viel zu tun. Also das Studium einfach so nebenbei zu machen, klappt in den meisten Fällen nicht. So, man muss sich wirklich hinsetzen und auch wirklich diszipliniert sein und lernen. Ich habe auch extrem, extrem lang gebraucht, um das so zu checken, weil ich der Typ Mensch bin. Ich habe in der Schule immer relativ gute Noten gehabt, ohne zu lernen. So, und mir ist vieles immer einfach extrem leicht gefallen. Und im Studium war es dann halt gar nicht so. Und ich habe wirklich sehr, sehr lang gebraucht, um auch meine Routine zu finden, um zu lernen, wie ich am besten lerne. Ich habe eher so... Voll. Also Studium ist schon eine krasse Zeit für mich jetzt so gewesen. Ja, und ich bin aber ehrlich gesagt auch ein bisschen dankbar, dass ich jetzt mit dem Bachelor fast fertig bin, weil ich einfach gar keinen Bock mehr habe. Give her a break. Ja, ich brauche auf alle Fälle danach eine kurze Pause und dann mal sehen, wie es dann weitergeht. Hast du schon so eine Idee, was du damit machen möchtest? Also hast du so einen Impuls oder so, was du dir vorstellen könntest für dein Leben?
Ehrlich gesagt will ich mich noch nicht so krass festlegen, weil ich auch nicht weiß, welche Optionen ich später habe, ob also welche Wege irgendwie frei werden. Ich kann mir schon gut vorstellen, halt in Richtung Therapie zu gehen. Yeah. Also mein Traum war es, glaube ich, ganz am Anfang immer sehr, sehr, ich wollte extrem gerne in die Forensik. Und die Kriminologie, das war auch damals so wirklich mein Traum. Ich habe ja auch, also als ich in der Schulzeit war, habe ich auch lange Zeit überlegt, Polizistin zu werden. Really? So, das war wirklich so irgendwie so mein Traum ein bisschen, eine Zeit lang. Und habe ich dann so irgendwann weggeschmissen. Okay! So, es war einfach... Wirklich? Ja, also ich wollte lange Zeit so irgendwie in die Richtung mit irgendwas mit Kriminalität. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich fand das spannend so. Und, aber ich wollte auch nicht so einfach normal Beamte irgendwie so einfach so auf der Streife den ganzen Tag, sondern ich wollte auch wirklich einen gehobenen Dienst und sowas. Wow. Aber, ja, in Berlin kannst du halt auch keine Polizistin mit Kopftuch werden, so. Deswegen habe ich damit auch relativ... Wirklich nicht? Nee, darfst du nicht. Ich glaube, auch wegen Neutralität und sowas. Also, man darf keine religiösen Symbole, also nichts davon irgendwie tragen. Die sind auch wirklich sehr, sehr streng, glaube ich. Auch so mit Tattoos und allem. Also, darfst du halt auch nicht zeigen... Und sowas. Boah, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist ja so, ich finde das so diskriminierend. Ich weiß nicht, wie man das juristisch, rechtlich, legal, egal wie du es ausdrücken möchtest, begründen kann, warum Menschen mit Kopftuch oder Kippa oder sonst irgendwelchen religiösen Zeichen gewisse Berufe, aber natürlich sind es hauptsächlich eigentlich Frauen mit Kopftuch, die diskriminiert werden, dass sie bestimmte Berufe nicht ergreifen dürfen. Ja. Also die Gesetze... wirklich, also sind am Ende wirklich, betreffen sie fast nur Frauen mit Kopftüchern. Ja. So, du hast nicht so die große Anzahl an anderen Richtungen, sag ich mal. Ja, also deswegen habe ich auch relativ früh dann auch wieder aufgehört, darüber nachzudenken. Ich habe mir gedacht, ich hatte so ein bisschen Hoffnung, ich dachte mir so, vielleicht bis dahin, also bis es dann so weit ist, dass die Gesetze dann vielleicht schon anders sind und so. Aber war dann nicht so. Ja, aber es war so immer mein Traum, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, also relativ so Rechtspsychologie oder sowas auszumachen. Interessant. Das wäre schon echt cool. Hast du dann so ein, also was ist so das unterliegende Bedürfnis, dann so, so Kriminalität aufzudecken oder eher so kriminelle Menschen sozusagen zu, deren Psyche zu verstehen? Also weil das, oder also was ist so das, weil das ist ja schon echt ein krasses... Es ist ein krasses, also ein krasser Bereich. Ja, ja, wirklich. So ich habe schon so ein generelles Interesse einfach daran zu verstehen, warum Leute auch Straftaten begehen. Mm. Also ich möchte es wirklich untersuchen, warum Leute halt so handeln, wie sie handeln. Und inwieweit das halt mit der Psyche zusammenhängt. Weil Kriminalität ist nicht nur eine Sache des Individuums, meiner Meinung nach. Da spielen ja sehr, sehr viele Faktoren mit rein, so warum Leute in die Kriminalität reinrutschen. Und ich würde da gerne so wirklich versuchen zu verstehen, so was, also was macht die eigene Psyche da sozusagen? Was spielt sie da für eine Rolle? Ja, yeah. Wow, spannend. Ja. Und das ist ja im Grunde auch das, was du jetzt in deinem Studium lernst, aber halt sozusagen nicht mit diesem Kriminalitätsschwerpunkt, sondern eher so... Allgemein generell erstmal, um in die Psychologie reinzukommen. Ja. Genau, und zu verstehen, was es für Richtungen gibt und auch für... Es gibt ja auch verschiedene psychologische Schulen und so, die sind alle, haben ihren eigenen Ansatz und da sozusagen auch so eine Orientierung zu finden und auch zu verstehen, dass vieles auch sehr wissenschaftlich ist. Also es ist ja eine Wissenschaft auch für sich, aber es ist auch eine Wissenschaft, die halt noch, da ist noch so viel zu tun und zu machen und man kann da noch so viel untersuchen und sehr viel Forschung auch betreiben. Ich habe auch ehrlich gesagt überlegt, vielleicht sogar in die Forschung zu gehen, wäre auch ein Weg für mich. Also ich habe ehrlich gesagt mich noch gar nicht entschieden. Ja, aber, nee, aber musst so du ja auch gar nicht. Ja, eben. Wenn du jetzt, du hast das gerade so ein bisschen angedeutet, es gibt noch so viel, vieles dazu verbessern. Was ist da so ein Punkt, der dir einfällt? Was würdest du anders machen? Also ich habe mir noch nicht so viel Erfahrung, was so den therapeutischen Bereich, weil ich noch nicht gearbeitet habe oder sonst was in dem Bereich. Ich habe bis jetzt nur so ein langes Praktikum im Forschungsbereich gemacht. Und ich habe halt noch so die Erfahrungen mit den Studenten in meiner Uni. Man muss dazu sagen, dass der Jahrgang, in dem ich bin, sehr, sehr white ist. Also wirklich sehr white. Also ich habe, glaube ich, in meinem Jahrgang, wir waren anfangs, ich glaube, knapp 150 Studenten. Und von denen waren, glaube ich, ich weiß nicht, höchstens vielleicht so eine Handvoll, also fünf Personen oder vielleicht fünf bis zehn Personen, so würde ich sagen, so wo die Leute so, sagen wir mal, so ein bisschen People of Color waren und der Rest halt wirklich komplett white. Und ich habe bis in den Diskussionen in der Uni halt mitbekommen, in was, also was
ja, was das halt für eine Gewichtung hat. Mhm. In dem Sinne, weil vieles war einfach sehr unsensibel. Mhm. Also so diese Kultursensibilität war einfach kaum vorhanden. Mhm. Und ich hatte wirklich so Momente, wo ich mir dachte, so Dicker, das sind die zukünftigen Psychologen in diesem Land. Like, it will be chaotic. So, ich weiß nicht, ich dachte mir wirklich teilweise so, wenn Leute zu denen kommen, die halt anders denken, eine ganz andere Lebensrealität haben, so ich habe mich wirklich gefragt, da kannst du der Person nicht sagen, ja, das ist aber so oder I don't know, so ich, I don't get it. So, ich dachte mir wirklich so, teilweise wird dadurch vielleicht sogar noch mehr Schaden, weißt du, so klar, gemacht als verursacht einfach, ja klar. Weil man auch Lebensrealitäten dann vielleicht gar nicht so anerkennt oder irgendwie nur so eine Schablone auf alle Leute drauflegt. Und ich glaube halt auch, dass weiße Menschen auch einfach nur immer zu einem ganz gewissen Grad Rassismus nach, also nicht nachempfinden, aber verstehen können erstmal. Und die können es nicht nachempfinden. Also wie wollen sie da wirklich so helfen können, ne? Also auch generell, so wenn Leute dann damit ihrem Problem ankommen und so, du darfst halt wirklich keine urteilende, keine wertende Haltung einfach haben. Und die Leute hatten sie aber schon in den Vorlesungen, in den Seminaren. Ich dachte mir so, Digga, wenn du es hier nicht mal schaffst, wie willst du es in der Sitzung hinkriegen? So, wenn da wirklich eine Person vor dir steht, so und ja, nee, dann kannst du solche, Sätze nicht einfach raushauen, so wie hier. So, es geht gar nicht. Voll. Deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, dass auch wirklich mehr Leute so in den Bereich gehen und keine Ahnung, halt wirklich in die Psychologie gehen und auch in die Therapie und alles, weil man braucht auch genauso viel Diversität auch. Voll, auf jeden Fall. Auch einfach, ja, Verständnis und ja, und auch einfach da sozusagen Ansprechpersonen, die sich auch mit dem eigenen Problem auch zu einem Teil identifizieren können. Also ich habe in meinem Umfeld alleine so viele Menschen, auch also jetzt wirklich, egal welche Altersgruppe, so, die sagen einfach, ja, ich möchte zu einem Psychologen gehen, ich bräuchte einen, aber was soll ich dem erzählen, der wird mich nicht verstehen, so. So, der wird meine Kultur nicht verstehen, so, was soll mir ein deutscher Psychologe sozusagen, was soll er mir sagen, in dem Sinne. Ich kenne richtig viele und das ist einfach extrem traurig, weil Leute dadurch einfach gehindert sind und einfach blockiert sind, sozusagen sich wirklich Hilfe zu holen, so, und die sie brauchen, so definitely. Ja. Ja. Was glaubst du, wo gehen die Leute dann hin? Also, gibt es da so... Ich glaube, verschiedene Strategien, also ich glaube, viele Leute haben halt, suchen halt in der Familie, in der Community, in Freundschaften. Ich glaube, viele Leute entwickeln einfach verschiedene Mechanismen, um mit Sachen klarzukommen, die teilweise wahrscheinlich auch sehr ungesund sind und eher zu dem Problem dann beitragen, als dass es irgendwie eine Lösung bringt. Verstehe. Ja, weil in der Psychologie, wenn du eine Sitzung hast, ist die Sitzung auch vor allem dafür da, dir neue Wege zu zeigen, so dich dabei zu unterstützen, wie du sozusagen mit den Sachen klarkommst, auf eine neue Art und Weise vielleicht. Und das ist sehr schwer, oft selbst sozusagen darauf zu kommen. Manchmal braucht man jemanden, der einfach einem so ein bisschen den Kick gibt oder sozusagen diese Wege irgendwie darstellt. Nein, ich finde das auch sehr spannend, dir zuzuhören und auch vor allem mit diesem Wissen, dass du ja in diesem Bereich dann früher oder später arbeiten wirst, egal wo, aber auch wie cool, dass es einfach dann dich da gibt, wo dann auch einfach Menschen zu dir kommen können, die einfach sagen, okay, ich weiß hier, hier ist eine Ansprechpartnerin, die mich versteht. So. Ja. Das ist ja voll wichtig. Ja. Also, extrem. Krass, richtig cool, dass du das machst. Du hast eben gesagt, dass du dir so ein bisschen was überlegt hast, was du erzählen willst. Gibt es einen Punkt oder was möchtest du erzählen? Also zu der Frage, was ist deine Geschichte? Also ich könnte theoretisch anfangen, so von meiner Geburt an. So ich war mal ein Baby. Wirklich, also es gibt so viele Sachen in meinem Leben, die mich geprägt haben und die wichtig waren in meinem Leben. Aber ich glaube so, dass ich habe mir jetzt überlegt, über welche Phase ich vielleicht sprechen möchte. Und ich glaube, so die letzten 2 Jahre waren so die prägendste Zeit für mich. Also, die wirklich krass war, wegen vor allem einer Sache. Und es wissen auch nicht wirklich viele Leute im Sinne von, dass, also ich mache kein Geheimnis drum, so. Und, ich bin jetzt auch nicht irgendwie so, laufe jetzt mit einem Schild rumherum und schreie es herum. Ich wurde im Februar 2019, ich habe eine Diagnose damals bekommen im Krankenhaus, dass ich halt chronisch krank bin. Okay, krass. Und ich glaube so, das ist so die Sache, so danach, so ist halt die Zeit danach hat mich halt extrem geprägt und
Ja, also ich kann auch sagen, was ich habe. Ich hab damals Diagnose bekommen, dass ich Typ 1 Diabetes habe. Okay, krass. Und ja, es war so ein Schock, würde ich mal sagen, in erster Linie. So, und ja. Ja, das hört sich auch nach einem, also das ist ja auch ein Schock, wenn man so eine Diagnose bekommt. Mhm. Magst du vielleicht kurz erklären, was Diabetes 1 ist? Ja. Also ich finde es voll cool, dass du fragst, weil die meisten Leute haben halt gar keinen Plan, was ist Diabetes, so ehrlich gesagt. Jeder kennt die Krankheit so gefühlt, weil auch jeder irgendwen kennt oder auch in der Familie Leute haben, die Diabetes haben. Mhm. Aber kaum einer weiß wirklich, was es ist. Keiner weiß, was der Unterschied ist zwischen Typ 1 und Typ 2. So, einer sagt so, ja, ich glaube, das eine ist so genetisch oder so. Also die Leute sind so komplett unwissend und es war auch einer der Gründe, warum ich überlegt habe, halt heute darüber zu sprechen so ein bisschen. Ja, cool. Also Typ 1 Diabetes, es gibt zwei Typen von Diabetes in den meisten Fällen. Es gibt auch theoretisch noch so weitere Typen, aber die sind sehr, sehr selten. Mhm. Typ 1 Diabetes habe ich, das ist auch die seltenere Form. Also weltweit haben nur so circa 5% ungefähr Typ 1 Diabetes und 95% ist der Rest, also Typ 2 größtenteils. Und um es vielleicht ganz leicht und verständlich zu machen, beide Krankheiten, also Typ 1 und Typ 2 sind eigentlich zwei unterschiedliche Krankheiten, aber sie haben beide etwas mit Insulin zu tun. Deswegen werden sie meistens auch so in einen Topf geworfen und man sagt ja Zuckerkrankheit. Mhm, genau, das ist so dieses... So gängige, ja, so ja genau. Zuckerkrank-mäßig. Genau, und was an sich Typ 1 Diabetes ist, es ist eine Autoimmunkrankheit, das heißt, dass mein Immunsystem angefangen hat, meine Bauchspeicheldrüse zu zerstören. Oh. So die ganzen körpereigenen Zellen, also die den eigenen Körper theoretisch als Feind zu sehen und meine Bauchspeicheldrüse funktioniert nicht mehr. Ich habe also keine funktionierende Bauchspeicheldrüse mehr. Und in der Bauchspeicheldrüse werden aber werden halt Hormone produziert, unter anderem halt Insulin. Ja. Und mein Körper hat gar kein Insulin mehr. Also er produziert gar kein Insulin. Ein Mensch kann ohne Insulin einfach nicht überleben. Mhm. So, du brauchst Insulin dafür, weil der Mensch braucht ja zum Überleben Energie, die er durch die Nahrung, über den Zucker sozusagen bekommt. Mhm. Dieser Zucker wird sozusagen im Magen, dann kommt er ins Blut und wird dann halt zu den Zellen transportiert. Ja. Damit der Zucker aber am Ende vom Blut in deine Zelle rein kann, brauchst du Insulin. Der öffnet sozusagen die Zelle, sozusagen um, damit der Zucker reinkommt. Wenn du kein Insulin hast, kann der Zucker auch nicht mehr in deine Zelle rein und er verweilt im Blut. Dadurch steigt sozusagen der Blutzucker ständig und ständig. Und irgendwann hast du halt so einen hohen Zucker, dass also dein gesamtes System eigentlich dadurch kaputt geht, weil du weil der pH-Wert von deinem Blut komplett ins säuerliche geht. Also es wird, ich hatte das zum Beispiel auch, dadurch habe ich auch erst erfahren, dass ich Diabetes habe. Und bei Typ 2 zum Beispiel ist es eher so, dass das entsteht, wenn man in den meisten Fällen einen sehr ungesunden Lebensstil hat. Das heißt, dass man eher eine Insulinresistenz aufbaut. Das heißt, der Körper produziert immer noch ganz normal Insulin, aber er kann ihn nicht mehr richtig verwerten. Deswegen nehmen sie meistens auch Tabletten, um diese Resistenz sozusagen runterzudrücken. Ich habe gar kein Insulin, das heißt, ich muss mir es extern zuführen, also durch Spritzen halt mehrmals am Tag. Krass. Ja, das ist so grob gesagt sozusagen, was Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes sind. Ja, voll gut, dass du es erklärt hast, weil wie du sagst, man hat irgendwie so, klar, man hat es irgendwie gehört und es ist natürlich irgendwie so, man kennt dieses Wort und so, aber mir war das nicht so ganz mehr sozusagen auf dem Schirm, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, du musst das zuführen, wie häufig musst du das dann machen? Ist das abhängig von dem, was du isst dann oder ist das so... Also es ist größtenteils, hat es was mit dem Essen zu tun, je nachdem, wie viel Zucker, also wie viel Kohlenhydrate in dem Essen sind. Mm. Anfangs habe ich zum Beispiel das Essen auch abgewogen immer, um so ein Gefühl dafür zu entwickeln, weil du weißt, so wenn du ganz neu damit so konfrontiert bist, und ich war auch vorher nicht irgendwie der Typ Mensch, der irgendwie Kalorien oder irgendwas gezählt hat, so ich habe einfach drauf losgegessen, so du hast gar kein Gefühl dafür, so wie viel Zucker ist in Reis drin, so wie viel Kohlenhydrate, wie viel Kohlenhydrate ist in einem Döner drin, like who knows? Okay. Als ob es Zettel gibt vorne, wo du wirklich, also es gibt, du weißt es, ich weiß gar nichts. Also es ist wirklich eine so komplett neue Welt ein bisschen gewesen und ich musste mich so ein bisschen reinfinden, du musst auch also wirklich krass auf deinen Körper hören, weil jeder Körper ist auch anders, jeder Mensch reagiert anders. Sozusagen manche Leute reagieren heftig auf Reis und andere vielleicht ein bisschen weniger. Also es ist
sehr unterschiedlich. Und der Blutzucker wird halt größtenteils also beeinflusst durch das Essen, durch den Zucker da drin, aber auch bei Frauen vor allem sehr stark über Hormone. Hormone spielen eine sehr, sehr große Rolle. Also es gibt Phasen, je nachdem, welchen Punkt du bist in deinem Zyklus zum Beispiel, bist du in der Phase ein bisschen insulinresistenter als sonst. Dann brauchst du auch ein bisschen mehr, als du sonst spritzen musst zum Beispiel. Oder Bewegung spielt eine sehr, sehr große Rolle. Weil wenn du dich zum Beispiel bewegst, dann verbrauchst du auch mehr Zucker. Das heißt, er wirkt viel, viel stärker. Du musst dich dann meistens weniger spritzen. Genau, und Stress. Stress spielt eine sehr, sehr große Rolle. Damn. Also Stress führt halt dazu, dass du halt im Körper sehr viel Cortisol ausschüttest, sozusagen produziert wird, und dadurch steigt der Blutzucker extrem. Also meistens, wenn Leute sehr, sehr gestresst sind, ich merke das auch bei mir, brauche ich viel, viel mehr Insulin. Also muss mir auch dann dementsprechend viel, viel mehr spritzen. Krass. So. Und du machst es aber dann sozusagen auf der Basis von deinem Gefühl zu deinem Körper? Nee, es ist schon eine richtige Mathematik dahinter. Ja, okay. Also du hast eine sogenannte Einstellungsphase, die du dann anfängst. Das heißt, dass dann die Ärzte oder bei mir war es halt im Krankenhaus, war es dann halt so gewesen, dass sie halt mir Essen geben und mich sozusagen spritzen und dadurch versuchen auszurechnen, wie viel Insulin mein Körper braucht, sozusagen. Damit du das für deinen sozusagen deinen Alltag dann weißt. Genau, du hast dann so einen festen Faktor wirklich, der auch sozusagen, weil morgens brauchst du mehr, mittags brauchst du am wenigsten und abends brauchst du wieder ein bisschen mehr. Mm. Du hast dann wirklich so einen Faktor, mit dem du das ausrechnest. Also wenn ich weiß, in dem Reis, das sind, keine Ahnung, who knows, jetzt sagen wir 50 Gramm Zucker drin, dann weiß ich, okay, ich muss diese 50 multiplizieren mit diesem Faktor, den ich habe. Mm-hmm. Und dann weiß ich auch, wie viel ich mir spritzen muss. Krass. So, das ist so, ist schon eine feste Mathematik dahinter. Das bringt auch sehr viel System in die Sache. Yeah. Aber du hast trotzdem immer noch so dieses so, du musst erstmal alles austesten, auch ein bisschen. Also so, du weißt ungefähr, da ist so und so viel Zucker drin, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass du so und so viel brauchst. Mm. Aber es kann sein, dass dein Körper nicht so krass drauf reagiert. Mm-hmm. Wie, also muss man... Sein Körper lernt man in der Zeit extrem, extrem gut kennen. Mhm. So, und ja. Das heißt, du hast diese Diagnose vor 2 Jahren bekommen und dann hat sich wahrscheinlich ziemlich viel verändert, glaube ich, oder? Also es hört sich zumindest so an, dass du jetzt auf einmal irgendwie so ein neues Verhältnis zu deinem Essen bekommst. Aber dann stelle ich mir das ja auch so vor, so, okay, fuck, also jetzt weiß ich das. Und wie gesagt, wenn du dich halt nicht spritzt, dann bist du ja auch in Gefahr, dass dir was passiert, ne? Also wie hat sich dein Verhältnis sozusagen zu deinem... Ganz zu deinem Leben. Ja, zu deinem Alltag, zu deinem Leben verändert, weil das ist ja schon einfach echt eine Veränderung. Es ist eine krasse Veränderung gewesen. Ich glaube, ich bin damit relativ gut umgegangen, muss ich dazu sagen. Also du hast, Typ 1 Diabetes ist schon eine Krankheit, die man sehr, sehr ernst nehmen sollte, weil sie halt wirklich lebensgefährlich ist. So, und das Krasse an der Krankheit ist einfach, dass sie so einschneidend auch ist in deinen Alltag. So, es ist eine Krankheit wirklich, ich muss wirklich ständig auf meinen Blutzucker halt gucken. Also mittlerweile gibt es richtig gute Technik. So, ich trage zum Beispiel einen Sensor am Körper und ich kann über mein Handy, also 24/7, meinen Blutzucker tracken. Krass! So, das gibt es aber noch nicht so lange. Also es ist wirklich so die neueste Technik gerade. Davor war es halt ganz klassisch immer den Finger pieksen, das musste ich anfangs halt auch machen und das war so eines der schlimmsten Dinge, weil du hast dann halt immer diese hässliche kleine Tasche bei dir und sagen wir mal, du bist in der U-Bahn und es ist voll und du spürst so, wie du vielleicht gerade unterzuckerst, also wirklich wie dein Blutzucker irgendwie zu niedrig geht und du spürst das ja richtig körperlich, richtig krass, also du kriegst dann Herzrasen und du fängst an zu schwitzen, das sind so die meisten Symptome, ich zitter am ganzen Körper, so je nachdem, wie tief ich gehe, so merkst du auch, dass dein Hirn irgendwann nicht mehr richtig versorgt wird. Das ist halt das Schlimme. Krass. Und du dann halt eigentlich wissen musst, wie viel, also du nimmst dann schnell was zu dir, aber du musst dich auch danach wirklich gucken, wie tief bin ich gesunken. Und das sind so Sachen einfach und dieses ständige Tracken. So, du bist wirklich, du hast keine Pause, es ist keine Krankheit, wo du dir einen Tag Pause nehmen darfst. So, du bist 24/7 damit beschäftigt, dich um dich selbst so zu kümmern. Und diese Aufgabe kann dir auch leider kein anderer abnehmen. Du musst das wirklich diszipliniert auch wirklich durchziehen. Und es ist echt hart so teilweise, weil du manchmal einfach gar keine Kraft mehr dafür hast. So. Manchmal liegst du auf dem Sofa und denkst dir so, ich will jetzt auch einfach nur naschen. So, ich darf ja theoretisch auch alles essen, so, aber ich muss dementsprechend auch spritzen. So, und an sich ist ja auch empfohlen, dass du halt auch gesund isst und so, aber
So manchmal denkst du dir einfach nur so Scheiß drauf. Wirklich, gib mir eine Pommes. Ja. Ich will einfach nur fressen. Und ich will mir nichts spritzen. Ja. Ich habe keinen Bock, erst noch die Spritze rauszuholen und sowas und alles vorzubereiten. Es ist schon sehr, sehr anstrengend, also im Alltag, muss man dazu sagen. Und das machst du dann auch so unterwegs oder in der Uni oder so? Also überall. Jetzt vor Corona, als genau. Wir noch in die Uni gegangen sind. Genau, überall. Also es, wie gesagt, so, du bist halt davon abhängig und dein Leben hängt also wirklich davon ab, so von dieser kleinen Sache. Deswegen musst du das halt auch überall machen. Ich finde es voll krass. Ich habe vor kurzem eine Werbung gesehen von der Polizei in Hamburg. Die haben Werbung dafür gemacht, dass man sie anrufen soll, wenn man halt sieht, dass jemand sich spritzt. Selbst, also sagen so, ist, die haben halt wirklich so wirklich gesagt, so selbst wenn es nur, selbst wenn man, also selbst wenn man denkt, dass es ein Diabetiker ist, der sich gerade Insulin spritzt, soll man es trotzdem melden. What? So, weil man ja davon ausgeht, vielleicht ist es ja kein Insulin, vielleicht ist es irgendwas anderes, was die Leute sich da spritzen. Okay, what und the fuck? Und das ist einfach so, like, daran erkennst du einfach, dass die Leute einfach sowas von gar keinen Plan haben. So, like, was sollen da, was ist denn das für eine Stigmatisierung? Was ist denn das für ein. So krass einfach. Das war so ein fettes Poster einfach. So. Was ist denn das für ein Aufruf? Oh Gott, sowas verstehe ich gar nicht. Ja, es ist einfach, ich finde es so dämlich. Ja. Nee, aber wie du sagst, daran merkt man einfach so, die haben keinen Plan, dass es Menschen mit Diabetes gibt. Ja, so und ja, also wie gesagt, aber ich glaube, dass ich selber schon gut damit klargekommen bin. Also ich habe persönlich nie das Gefühl gehabt, auch als ich die Diagnose ganz frisch hatte, bekommen habe, war es halt, habe ich mir nie die Frage gestellt, so ey, warum ich? Oder wozu warum habe ich das verdient? Oder keine Ahnung was. So, ich habe es ehrlich gesagt direkt so als eine Art Prüfung so für mich selbst gesehen. Okay. Schon in der ersten Sekunde. Und habe mir ehrlich gesagt nur die Frage gestellt, so okay, wie gehe ich jetzt damit um und so, wie mache ich jetzt das Beste draus, sozusagen. Ja, das war so die einzige Frage, die ich hatte. Ich hatte auch Glück, dass ich einfach ein gutes so Support-System habe. Also Hammer. Auch meine Familie und auch meine Freunde und sowas. Ja. Sehr, sehr unterstützend, auch vor allem in der Zeit waren, als es ganz frisch war und alles. Ja. Hammer, ja, das ist voll wichtig, glaube ich. Weil man ja, also ich stelle mir das vor und dann denke ich mir so, mein Gott, ich wäre heillos überfordert, wahrscheinlich erstmal mit so tausend neuen Informationen und so. Und dann auch, wie du sagst, so dieses Wissen so, okay, ich kann jetzt nicht einen Tag davon Pause machen. Das wird bei mir bleiben. So. Ja. Das ist jetzt ein Teil von mir. Für den Rest deines Lebens. Ja. So. Ja. Die Ärzte sagen dir auch, ja, es kann sein, dass wir in 10, 20 Jahren, vielleicht ist die Medizin so weit, um das zu heilen. So, aber es kann aber ja, so gut, die, aber die, der aktuelle Stand ist halt einfach, ja, es ist nicht heilbar und sie werden für den Rest ihres Lebens halt damit leben müssen. Das Gute ist halt, dass man damit relativ gut und lange leben kann. Also es ist eine sehr gut behandelbare Krankheit in dem Sinne und sie ist sehr gut therapierbar. Aber ja. Ist es denn, ich kenne mich einfach gar nicht aus, deswegen frage ich auch vielleicht ein bisschen blöd. Ist es denn normal, dass man das auch erst so mit 20, 21 diagnostiziert bekommt? Oder ist also man sagt, also jeder kann Typ 1 Diabetes bekommen, es ist egal in welchem Alter. Ach, man bekommt das sozusagen? Ja. Man ist sozusagen nicht damit geboren. Oder man ist damit geboren, aber es tritt später auf im Leben. Es ist so ein bisschen schwierig, die Frage zu beantworten, weil man weiß bis heute nicht, warum Leute an Typ 1 Diabetes erkranken. Interesting. Es ist halt generell immer die Frage wegen Autoimmunkrankheiten. Warum zerstört der Körper sich selbst? Also was... Why though? Stop it! Ja, wirklich, also so... Why? So, man weiß es halt nicht. Man hat verschiedene Theorien. Man geht davon aus, dass die Genetik eine gewisse Rolle spielt, aber auch nicht wirklich, weil dazu gab es auch viele Studien, wo zum Beispiel Zwillinge, eineige Zwillinge, wo der eine es hat und der andere nicht. So. Und dann weiß man, okay, die Genetik spielt vielleicht eine kleine Rolle, aber es kann auch nicht komplett an der Genetik liegen, so in dem Sinne. Es ist ein sehr beforschter Bereich sozusagen, weil die Krankheit auch immer häufiger wird. Also die Tendenz steigt extrem auf der Welt. Und genau, es ist aber, in den meisten Fällen bekommt man es schon relativ früh. Okay. Es ist sehr, also in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass man es schon teilweise bekommt, Babys oder als Kleinkind oft und, oder wie gesagt, in der Pubertät auch oft so. Also bei mir war es dann halt schon noch, da war ich ja 21, die Ärzte meinten schon, dass es schon relativ spät ist bei mir. So, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen dankbar, dass es so spät kam.
weil ich mir dachte, okay, ich hatte wenigstens noch eine schöne Kindheit und Jugend. Naja, und du bist halt auch in dem Alter dann, wo du so selbst... Ich bin selbstständig. Eben, du weißt, du musst ja nicht irgendwie dann, ich weiß nicht, dann bist du nicht so ein Kind, das irgendwie vielleicht auch erstmal gar nicht versteht, was da abgeht, sondern du bist eine erwachsene Person und weißt diese Sachen einzuschätzen. Ich hätte auch, also ich wäre auch, es wäre auch für meine Eltern einfach so belastend, weil wenn du ein Kind hast, was sich nicht selbst spritzen kann oder nicht einschätzen kann, wie viel es sich spritzen muss oder sonst was, so, und ein Kind, was an sich einfach wie jedes andere Kind auch einfach auf dem Geburtstag einen Kuchen essen will oder Gummibärchen essen will, so, du musst halt wirklich 24/7 auf das Kind achten, wirklich, du kannst dir keine Pause genehmigen. Und damals, als sie die ganze Technik nicht gab mit den Sensoren und sowas, musst du dir vorstellen, haben Eltern wirklich, sind nachts, haben sich Wecker gestellt um 2 Uhr morgens, um ein paar Stunden später, um den Blutzucker des Kindes zu messen, so wirklich mit Pieksen richtig und so. Und das ist halt einfach so anstrengend, auch also so belastend auch für Eltern einfach, weil du so eine krasse Verantwortung auch trägst. Und dann stell dir vor, du musst dein Kind dann irgendwann in die Kita oder in die Vorschule oder sonst wo hinschicken und musst dann auch diese Verantwortung auch abgeben an den Erzieher und sowas. Dass der so wirklich selber auch verantwortungsbewusst mit deinem Kind umgeht. Weil das wirklich stimmt. Das Leben von deinem Kind ja auch davon abhängt. So. Ja, das ist krass. Weil die Folgeschäden sind halt enorm. So, wenn du mit dem Blutzucker nicht richtig umgehst, wirst du auf der einen Seite wahrscheinlich auch nicht extrem lange leben. So. Auf der anderen Seite auch, wenn du schaffst, lange zu leben, also wirst du wahrscheinlich sehr früh blind. Wirklich? Ja, das wusste ich. Das sind so die ersten Symptome, die meistens passieren, so dass man, ja, dieses Risiko für, dass du blind wirst, ist sehr hoch, dass du, keine Ahnung, man sagt ja auch diabetischer Fuß, also sozusagen auch, dass du Probleme hast, wahrscheinlich irgendwann mit dem Gehen und so und wahrscheinlich irgendwas amputiert werden, solche Sachen, also es ist schon extrem krass, es greift komplett alle deine Nerven, alles an. Also man macht sich halt damit richtig kaputt. Ja, krass. Also wirklich danke, dass du da so einen Einblick gewährst, weil ich finde, also wie gesagt, das sind ja auch so Sachen, habe ich vor allem auch das Gefühl, so, ich sag mal so, unter jungen Menschen werden insbesondere chronische Krankheiten fast gar nicht besprochen. Ne? Das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, das ist sowas, was man so gerne auf so eine Ü60-Generation schiebt oder so. Ja. Aber irgendwie leiden ja auch voll viele junge Menschen an chronischen Krankheiten. Und ich habe das Gefühl auch, dass es sich häuft. Also ich glaube auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es so ein Phänomen ist, dass man halt, wenn man älter wird und so, dann kommt das halt, also irgendwann ist normal, so Leute werden krank, aber ich weiß nicht, so, ich habe das Gefühl, also ich habe auch oft mit meiner Mutter geredet, sie meinte, zu ihrer Jugend gab es kaum Jugendliche oder beziehungsweise Leute, die, also nicht, sie meinte auch, so, sie hat das Gefühl, dass immer mehr Jugendliche auch krank werden, also wirklich so krasse Sachen haben. Und so, ich habe in meinem Umfeld alleine Leute, die haben, also wirklich, die sind einfach so alt wie ich, genau in meinem, also gleichen Alter, die haben Krebsdiagnosen bekommen oder MS oder sowas und dachte ich mir so, dicker, like, so, what the hell is that, like. Es ist so krass und ich glaube einfach, viele Leute, also ich spreche hier nicht nur, also ich spreche auch vor allem auch von mir, also bevor ich krank wurde, habe ich auch so, ich habe meine Gesundheit null wertgeschätzt, gar nicht. So, ich bin auch nie zum Arzt gegangen und ich war so, ja, ich bin kerngesund und so, du schätzt das einfach nicht wert, sodass man gesund ist. Es ist auch so, warum sollte man auch in dem Sinne, warum soll ich darüber nachdenken, wie es wäre, wenn ich krank bin? Darüber will man ja nicht nachdenken, so, weil es so negativ ist, so. Aber man muss halt wirklich seine Gesundheit wirklich schätzen und lernen, dass es halt nicht selbstverständlich ist. So. Und ich glaube, ich hab ja noch nie mit dir darüber geredet. So, ich glaube sogar, an dem Tag, als ich meine Diagnose hatte, das war auch so ein richtiger Film. So, ich kann dir so ein bisschen davon erzählen, bitte, wenn du willst. Ja. Also es ist einfach ein Film für sich gewesen. Weil, du musst dir vorstellen, das war so die stressigste Phase meines Lebens. Es war Prüfungsphase. Ich hatte auch an dem Tag der Diagnose eigentlich eine Prüfung, eine Klausur gehabt. In der Woche war eine Freundin von mir, hat geheiratet und also einen Tag später war nämlich ihr Henneabend und am Wochenende noch ihre Hochzeit. Yeah. Und ich war einfach so maximal ausgelastet. Ich kam so gar nicht mehr auf mein Leben klar. Und ich hatte schon so seit 2 Wochen so eine Entzündung an meinem Oberschenkel. Oh, krass. Und ich dachte die ganze Zeit, dass die besser wird, dass die weggeht und so, aber die ging nicht weg und die wurde immer schlimmer. Es war dann am Ende so ein richtig großer Abszess, so, den ich an meinem Oberschenkel hatte. Und es ist so eine Art Eiteransammlung sozusagen. Und die muss auch in den meisten Fällen operiert werden, glaube ich. Und es war auch bei mir so, ich bin am Tag der Prüfung
bin ich auch gar nicht mehr zur Prüfung gegangen, weil ich nicht mehr laufen konnte. Und ich konnte auch nicht mehr sitzen und so. Ich konnte noch liegen, so, weil immer, wenn ich irgendwie mich bewegt habe und so, wurde die Stelle halt so belastet. Und es war halt einfach extrem schmerzhaft. Und dann bin ich irgendwie zur Hautärztin noch rübergehumpelt und die hat sich das so eine Sekunde angeguckt und meinte so, nee, so, sie müssen auf alle Fälle operiert werden. Oh Gott. So, bitte gehen Sie ins Krankenhaus. So. Oh mein Gott. Und ich war so, okay. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und meinte, ja, Mama, ich muss ins Krankenhaus. Und sie so, ah, okay, ich komme. Scheiße. Und dann habe ich auf sie gewartet und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und es war schon zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein bisschen später, deswegen war auch alles zu. Also wir waren dann im Charité in Mitte und das war dann, ich weiß noch, so diese erste Hilfe, Emergency-Anlaufstelle. Ja, Notaufnahme. Genau. Und dann, dann wurden wir dann aufgenommen und so und die haben dann halt auch so kurze Blutabnahme gemacht und meinten auch zu mir, es kann aber ein paar Stunden dauern, bis sie reingelassen werden in den OP, weil die Ärzte halt noch in anderen OPs noch sind. Ich war so, okay, ich habe mich schon so mental darauf vorbereitet. Hast du Angst gehabt vor sowas? Nee, null. Ich hatte schon ein paar OPs so hinter mir, ehrlich gesagt. Du bist echt eine Bad Bitch. So, ich hatte einen Kreuzbandriss und sowas und es musste alles operiert werden. Krass. Und deswegen mittlerweile, ich war nur noch so, ja, okay. Mach's halt. So wirklich einfach, das sind so Momente, wo ich mir immer so denke, okay, einfach durchziehen, du selber einfach über dich ergehen lassen, es wird irgendwann vorbei sein. Wow, okay, krass. So. Dann haben wir halt gewartet in diesem so wirklich voll bepackten Warteraum und der war so riesig. Und meine Mutter wollte nur kurz weg zum Auto und wirklich keine 10 Minuten, so höre ich plötzlich so meinen Namen, so Frau Busmero. Ich war so, okay. Und dann bin ich dann reingegangen und dann meinte sie, ja, kann es sein, dass sie Diabetes haben? Ich war so, Diabetes? Nein. So, ich wusste ja nicht mal, was es wirklich ist. So. Ja. In meiner Familie haben zwar Leute Diabetes, aber ich war auch so, like, so, was ist das eigentlich? Ja, keine Ahnung. Ja, so, das bekommst du, wenn du so den ganzen Tag irgendwie so Müll isst oder so, keine Ahnung. Ja. So, das war so meine Perception und keine Ahnung. Und dann meint sie, ja, also ihr Blutzucker ist extrem hoch. So, sie meinten, ja, es liegt bei über 700. Und ich war so, okay. Ich hatte diese Zahl mir auch gar nichts gesagt. Ne? Ja. Also, der Normalwert, musst du dir vorstellen, liegt so zwischen 90 und 120 ungefähr. Das ist so der Normalwert. Okay. Ich hatte einfach so 7-fache davon. Oh mein Gott. Und 7, also so um die 700 und so, das ist alles so Koma-Level. Also ab einem bestimmten Wert kann der Körper das auch irgendwann nicht mehr handeln und danach fällt er einfach ins Koma. Alter. Ja. Und ich war so, weil sie meinte so, geht's ihnen wirklich gut und so, weil sie war auch extrem vorsichtig, weil sie dachte sich, okay, dieses Mädchen, der ist vielleicht gerade vorm Koma oder so. Ja, Spaß, ja, natürlich. So, nein, mir geht's voll gut. Ich gehe jetzt gleich auf eine Party, Leute. Es war eine Hochzeit. Wirklich. Ich war schon so mental so davor, ich dachte mir, egal, wir machen heute OP, ich werde danach auch nach Hause gelassen. So, morgen, so, ist mir scheißegal, ich gehe trotzdem auf die Feier und keine Ahnung, werde so mein Leben feiern, so abfeiern. Und sie meinte so, ja, mir geht's voll gut, ne, wollen Sie sehen, ich kann rennen und so. Obwohl ich so gehumpelt habe, nur so auf so einem Bein. Gott. Oh mein Gott. Und dann meinte sie, sie werden heute auf alle Fälle noch operiert, aber wir können sie nicht nach Hause lassen, also wegen dem hohen Zucker, also das ist so gefährlich und so, das ist so Lebensgefahr, dies, das. Und dann meinte sie, ja, warten Sie erstmal hier, also ich musste ja immer noch warten, bis ich dran bin mit meiner OP. Und ich dachte, die Story wird immer bescheuerter. So, es war der Tag, ich habe so ein Glück, ne? Es war einfach, ich war ja im Charité Mitte und du musst dir vorstellen, es gibt, also für alle Nicht-Berliner, keine Ahnung, so, es gibt in Berlin sehr viele Krankenhäuser. Es gibt a lot of Krankenhäuser hier, oh mein Gott. Und in dem anderen Krankenhaus im DRK Berlin, das ist in Köpenick, in ganz Köpenick, in dem Bezirk, gab es Stromausfall an dem Abend. Are you kidding me? Und die ganzen Intensivpatienten, die an den Geräten dort brauchen ja Strom, die wurden alle evakuiert. Und an dann die halt Charité. In die Charité. Ich weiß nicht, ob alle in die Charité, aber wurde so ein Teil. Einige wahrscheinlich, so verteilt auf alle Krankenhäuser. Ja, und dann, also ein großer Teil wurde halt, weil Charité mit ist halt auch riesig, so, wurde dann halt ins Charité gebracht. Und es war einfach, du musst dir vorstellen, ich saß da, die haben mir gesagt, ja, setzen Sie sich mal bitte auf dieses, da ist einfach so ein Bett mitten im Gang, ne? Ich saß da einfach die ganze Zeit gegen diese graue Wand geguckt. Oh mein Gott, das ist wie aus so einem Film. Ich dachte mir wirklich die ganze Zeit, so wirklich, what is going on? Wirklich, es war so unrealistisch, diese ganze Szene, so wie die Pandemie, so, es war wirklich einfach nur unrealistisch, ich habe mir so, was passiert hier gerade? Und wirklich, ich war einfach nur so, passiert das gerade echt? So, so really, ich konnte es gar nicht realisieren, ich habe es auch gar nicht begriffen, was da gerade ablief. Und plötzlich dann auch noch so, ich hatte das Gefühl, gerade Apokalypse. So, weil sie plötzlich so viele Patienten, also so diese Intensivpatienten noch mit reinkamen und so. Das war so, Staffelfinale
Grey's Anatomy, Grey's Anatomy oder so. Wirklich, ich dachte mir so, what the hell is happening here? Like, so, sterbe ich? Wirklich, sorry, so dass weit. Ich lache, ich will mich darüber nicht lustig machen, aber diese Situation, wie du sie beschreibst, die Geschichte ist einfach absurd und so lustig. Absurd. Das ist wirklich, ich lache selber drüber, weil ich die einfach so lustig finde. Und dann kam auch irgendwann so, irgend so ein Arzt kam dann so, wollte mir erklären, was ich habe. Wahrscheinlich meinte so, ja, ich werde kurz erklären, was Diabetes ist. Auch so voll jung, weißt du, das sind so alles so richtig junge Ärzte. So, man merkt so gerade so frisch aus dem Studium. So, vielleicht sind die noch nicht mal fertig, so, weißt du, die werden da einfach schon eingesetzt. Und will mir so erklären, so, ja, es ist das und das. Und dann so, haben sie noch Fragen? Und ich so, wenn jetzt Zombie-Apokalypse ist, sterbe ich als Erste? Und wirklich, der Typ, das habe ich wirklich gefragt. Nein! Ich schwöre, ich habe das gefragt. Was? Ja, ich habe das gefragt. Weil ich zur Phase habe ich The Walking Dead geguckt. Ist ja auch so mit Zombies und so. Und da gab es, so, ich musste wirklich, das Erste, was ich gedacht habe, war das, weil da gab es so ein Couple, wo die Frau auch Diabetes hatte und die sind halt die ganze Zeit durchs Land gereist, um ihr Insulin zu finden. Oh mein Gott. Und ich war wirklich in dem Moment, weil alles war so durcheinander und ich war so, oh mein Gott, das ist meine Zukunft. Dann gucke ich, und dann der Arzt hat mich einfach nur so angeguckt. Ich glaube, der hat sich auch richtig verarscht gefühlt, sagte sich so. Aber er meinte auch nur noch so, sie haben ja direkt an das Realistischste gedacht. Ich war so, beantworten Sie meine Frage. Und er so, ich weiß es nicht. Also es war wirklich so bescheuert. Oh mein Gott. Alles war einfach so, es war einfach alles so. Absurd. Aber hast du das ernst gemeint oder warst du schon in so einem Stadium von, ach, I don't give a fuck, ich frag dich jetzt, so ob in die Zombie-Apokalypse kommt. Wirklich, war in so einem Stadium, es war alles einfach, ich dachte, ich bin im Film. Und ich habe einfach mitgespielt. Okay, verstehe. Es war einfach so. Und ich wurde dann auch so teilweise so irgendwann so ein bisschen verkabelt und so und bla bla. Und dann, genau, und dann, was ist dann passiert? Ah ja, die meinten dann irgendwann, okay, das war dann auch so wirklich 1-2 Stunden später, ich musste die ganze Zeit warten. Meine Eltern, meine Mutter war ja draußen und ich habe so auch so vom Weiten ihre Stimme gehört, weil sie wollte wissen, wo ist meine Tochter? Oh mein Gott. So, die war so weg und sie durfte halt nicht in den Bereich so rein und sowas. Sie haben sie nur später, als die OP dann anfing, haben sie sie dann kurz reingelassen und so, damit sie nochmal so mit mir spricht. So, und ja, genau, dann also irgendwann wurde mir dann gesagt, ja, die Ärzte sind da, wir können sie jetzt operieren und so. Und ich war so, okay, ich war so ein bisschen aufgeregt und bin dann in den OP-Saal reingegangen und lag dann wirklich so auf diesem OP-Tisch, so in diesem OP-Saal, meine Mutter kam so rein und ich weiß nicht, in dem Moment so habe ich einfach geheult, kurz, also ich bin wirklich einmal so kurz zusammengebrochen, ich lag zwar schon, aber ich bin so zusammengebrochen. So, meine Mutter hat mich so getröstet und so und dann meinte die Ärztin so, ja, wir müssen jetzt sozusagen anfangen und so. Jetzt wird es richtig, richtig, richtig komisch. Also ich verstehe es bis heute nicht. Ich wurde einfach, also es waren zwei Frauen, die mich operiert haben. Also die eine hat operiert und die eine war dafür da, dass sie mein Bein festhält. What the fuck? Und ich habe mich schon so gefragt, warum muss sie mein Bein festhalten? Ich dachte mir schon so einen Moment. Okay, der Film wird immer kranker. Wirklich, also es war, diese gesamte OP war ein pures Trauma. Du hast es, also du warst nur örtlich betäubt? Nein, ich hatte gar keine Betäubung. Sie haben mir keine Narkose gegeben, sie haben mir keine örtliche Betäubung gegeben, nichts. Die Frau meinte einfach so zu mir, ja, wir sparen uns dann das Tamtam mit der Narkose. Und ich dachte mir in dem Moment, ich habe gar nichts gedacht, ich war einfach nur so, was? Wie? Das hört sich irgendwie ein bisschen... Okay, also ist diese OP nicht so schmerzhaft oder wie? Sie meinte so, ja, es gibt 3 Schritte und ich werde auch jeden Schritt ankündigen und sagen, was passiert und so, damit sie auch mal wissen, was passiert. Und ich war so, okay. Oh mein so, Gott. Du weißt auch nicht in dem Moment, was, also du vertraust ja auch irgendwie so dieser Ärztin und denkst so, okay, like, sie wird schon wissen, was da passiert. Und ja, das waren sozusagen so, die 3 Schritte waren einfach, du musst diese Entzündung sozusagen aufmachen. Es muss aufgeschnitten oder aufgepiekst werden, whatever. Dann muss dieses Eiter erstmal so rauslaufen und dann wird das gereinigt mit so einem Mittel und am Ende wird dann eine Tamponade reingesteckt. Das heißt, so ein Stofffetzen, damit da sich nicht wieder neue Eiter ansammelt. Auf alle Fälle sehr lecker. Wie gesagt, die eine Frau hat mich festgehalten und die andere Frau hat operiert. Aber ist das vielleicht deswegen gewesen, weil du halt einfach Diabetes hast und man dann einfach dir nicht irgendwas... Man hätte mir schon... Ja, okay. Ja. Also auch...
Vor allem, weil also ich bin am nächsten Tag in ein anderes Krankenhaus verlegt worden, ins Virchow-Klinikum. Und da haben sie es ja auch jeden Tag gesäubert und der Arzt hat sich das auch angeguckt. Und er meinte auch, weil der hatte anfangs Angst, dass das nicht richtig gemacht wurde. Oh, der meinte so, es sieht so ein bisschen aus, als wäre da vielleicht, als hätte der nicht richtig sauber gemacht sozusagen. Vielleicht müssen wir das nochmal machen. Ach du Scheiße. Und ich habe ihn so angeguckt, ich meinte nein. So, ich meinte einfach nein. Oh mein Gott. Der Arzt meinte, keine Angst, sie bekommen eine Narkose. Und ich war so, Was? Bekommt da immer eine Narkose? Also, dieser Podcast ist keine Charité-Empfehung. Das ist so richtig, wouldn't recommend. Das war auch der Tag, an dem ich so mein komplettes Vertrauen in Ärzte verloren habe. Also, bei Yelp kriegt ihr 0 Sterne von uns. Also, wirklich, ich weiß bis heute nicht, was, ob das normal war. Also, I have no idea. Es war einfach mein größtes Trauma, glaube ich. Oh mein Gott, also natürlich. Es waren solche Schmerzen, einfach wirklich, ich trage mich, wie kann man nur in entzündetes Fleisch also es ist doch nicht normal. Ich habe es auch gemerkt, dass ich so krass traumatisiert war davon am Ende, weil ich war ein Jahr später, jetzt 2020, war ich dann nochmal in einer Situation, wo ich so eine Mini-OP hatte. Ja. Und das war auch ohne Betäubung und so, aber das war nochmal was anderes. Das ist normalerweise immer ohne Betäubung und so. Mhm. Deswegen war es auszuhalten. Und der Schmerz war zwar schon auch relativ stark, aber es war für meine Verhältnisse, sage ich schon mal so, es war es doch so, ich schalte viel aus mittlerweile. Aber ich habe einfach, ich habe geheult. So, als ich auf diesem OP-Tisch saß, ich habe einfach geheult. Mhm. Ich kam nicht drauf klar. Es war so wirklich, ich habe so Flashbacks einfach gehabt von dem Tag damals. Und es hat mich einfach so mitgenommen. Das ist so heftig, ey. Ich dachte mir in dem Moment wirklich so, what the hell, like, ja. Und das Kranke war einfach, nach der OP gab es keinen Platz, es gab keine Betten mehr. Im ganzen Charité, auch nicht in der Diabetesstation, nirgends. Also deswegen musste ich dann die Nacht im Überwachungssaal schlafen. Und der Überwachungssaal ist einfach, du bist dann mit so zig Menschen in so einem Saal, in so einem Raum, ich weiß nicht. Und die sind halt alle nur so, nicht mal, teilweise gar nicht voneinander abgetrennt oder halt nur mit so Gardinen oder so, so kleine Gardinen. Und du musst dir vorstellen, das ist einfach so von überall kommen so Piepgeräusche. Das ein Gerät macht piep, piep, das andere macht piep, piep, piep. Und es macht piep. Ich dachte mir so, okay, ich glaube, der braucht Hilfe. Und alle sind dann irgendwelchen Atemgeräten und es ist so stickig. Ich war teilweise wirklich so kurz davor, so zu irgendeinem zu gehen und das Atemgerät wegzunehmen. Ich so, I need air too. That sounds like a mess, Alter. Ich schwöre, so, ich krieg keine Luft, ich brauche auch ein Atemgerät. Oh mein Gott. In dieser Nacht dann so habe ich auch kaum geschlafen. Ich habe dann die ganze Zeit gegoogelt, also was habe ich überhaupt wirklich? Mhm. Und dann sind so die ganzen Eindrücke erstmal wirklich so auf mir, so wirklich so eingeprasselt auf mich. Und ich war dann so in dem Moment, so zum allerersten Mal habe ich es dann so ein bisschen verstanden, was gerade passiert. So. Und ich kam so ein bisschen zu Bewusstsein. Und es war auch schon wirklich eine sehr, sehr harte Nacht. Weil du bist, du liegst da einfach, um dich herum sind 100.000 Menschen gefühlt. Und du weißt gerade gar nicht, was mit dir passiert. Und jetzt kommt noch, es wird nicht besser, ne? Ach, das ist noch nicht, wir sind noch nicht vorbei. So fast fertig. Nächsten Morgen, so um 6 Uhr, werde ich geweckt von einem Pfleger und der meinte, ja, erschrecken Sie sich nicht, gleich kommt die Visite, also der Arzt, und der hat immer seine Traube um sich herum. Das sind sozusagen die ganzen Studenten. Genau. Und ich war so, okay. Und dann kam plötzlich der Arzt rein und dann so stellt sich vor mein Bett und es waren wirklich, ich weiß nicht wie viele, aber es waren richtig viele Studenten. Oh, und die haben sich halt komplett um mein Bett so gestellt und alle gucken dich plötzlich so an und du stehst da einfach, du liegst da einfach nur so, okay, what is happening? Yeah. Und ich hatte ja auch kein Pyjama, nix. Ich hatte so von diesem, kennst du diese hässlichen Krankenhaus-Kittel? Dinger, die man da so trägt, so wo hinten so alles frei ist sogar. So denkst du, was ist das hier? Fuck, Leute. Und dann, der Arzt, du merkst einfach, er redet nicht mit dir, er redet über dich. So, er guckt die Studenten so an, so, ja, und was haben wir hier für eine Patientin? Und so, und dann fangt er an. Dann bist du nur so ein Symptom. Du bist nur so ein Versuchskaninchen für dich. Oh. Und es wird einfach besser. Der Typ hat einfach wirklich, weil er, also die meinten halt, ja, so das mit dem Abszess und so und mit dem Zucker und blablablub. Und dann hat er einfach meine Decke so zur Seite gezogen und hat wirklich so, damit auch alle schön mein Bein sehen, weil du musst dir vorstellen, es war mein Oberschenkel auch relativ weit oben, so zwischen meinen beiden Oberschenkeln, die Stelle, wo sie sich so berühren, so, und hat dann so schön so meine Beine richtig aufgemacht und dann so richtig das so. Das ist total übergriffig. Ich fand das, also das war einfach so,
Ja, es war einfach übergriffig. So, du sagst es. Es ist einfach, das geht gar nicht. Ja, so ohne zu fragen, ohne zu sagen, ey, dürfen wir das überhaupt machen? So, und dann... Das ist super, super, das geht also gar nicht. Also stell dir vor, dann sind einfach so zig Studenten, die sich dann so nach vorne beugen und dann so reingucken und denken sich so, okay. So, ich dachte mir in dem Moment, ey, ich hoffe, ich kenne keinen hier. Oh mein Gott. Wirklich, das, ey, das war ist so bitter. Ey, sowas geht gar nicht. Und ey, das hört man immer wieder einfach. Das sind solche übergriffigen, nicht konsensuellen Situationen, wo einfach sowas passiert. Das geht nicht. Also vor allem nicht mit so 100 Leuten. Nee. Ey, das war wirklich, das war schon echt krass. Mhm. Ja, und dann, eigentlich ist so die Story jetzt. Aber du hast es überlebt, ohne Witz, und du hast es echt gut gemeistert. Also für diese ganzen Sachen, die da passiert sind. Ja, ganz schön krass. War, also auch, dass du, also, Wahnsinn. Auf alle Fälle, also es war schon eine krasse Erfahrung. Das glaube ich. Ja, ja. Und man, also es gibt halt so ein paar Sachen, die man auch dadurch lernt einfach. Also ich habe gemerkt, ehrlich gesagt, so hier ist, ich habe ein krass gutes Support-System, so. Mhm. Aber am Ende des Tages, so geht jeder auch so nach Hause und dann musst du selbst damit klarkommen irgendwie. Mhm. Mhm. So, du hast immer so diese... Du hast die Unterstützung so, aber du musst auf einem bestimmten Level stehst du trotzdem alleine da und du musst lernen mit Sachen einfach, egal wie hart sie sind, du musst lernen einfach damit umzugehen. Und das habe ich in der Zeit einfach so krass mitgenommen, so für mich. Und auch, also mir war aber von Anfang an bewusst, dass ich damit klarkommen werde, so, weil ich wusste, ich bin stark genug dafür. Mhm. Und ich glaube, da hat auch so wirklich krass, also sehr, sehr viel Einfluss hat dort, glaube ich, so mein Glaube so für mich gehabt, weil so ohne den, glaube ich, wäre ich, also ohne meinen Glauben, glaube ich, wäre ich komplett so ausgetickt. Hm. Ich weiß nicht, wieso, weil ich habe mich so die ganze Zeit an so 2, 3 Sachen einfach so festgehalten, so die für mich einfach so essentiell waren. So, es gibt so die Lehre bei uns, dass, also es gibt die Lehre sozusagen, dass Gott dich nur mit etwas prüft, was du tragen kannst. Er prüft dich mit nichts, was du nicht tragen kannst. Und deswegen war für mich klar, okay, ich bin stark. Also wenn Gott mich damit prüft, dann bin ich ganz schön... Dann weiß ich, dass ich das halten, dass ich das auch tragen kann, dass ich die Prüfung auch bestehen kann. Mhm. Und ich glaube, das war so das, was mich so, ehrlich gesagt, so am allermeisten so getragen hat. Ja, bestärkt und getragen hat. Ja, krass. Und warum ich mir auch nie die Frage gestellt habe, so, ey, warum ich? Oder so, warum habe ich das verdient? So, deswegen, ja, das war so, glaube ich, so das, was mir am meisten geholfen hat in der Zeit auch und auch danach, weil so, man hat danach so, also zumindest bei mir war es so, dass ich dann auch wirklich so Phasen hatte immer, wo es leichter war, damit umzugehen und dann auch, wo es wieder ein bisschen schwieriger war, damit umzugehen, so, aber ja, es ist sozusagen, ja, es ist so dieses Menschliche. Ja, voll. Und ich, also erstmal finde ich das krass, dass ich glaube, man braucht auch irgendwas, an was man sich so halten kann. Mhm. Also egal, was das ist. Du hast gerade gesagt, so, dass es einerseits so die Leute in deinem Umfeld waren, aber auch Glaube und so. Ja. Und ja, ich glaube, das ist irgendwie wichtig, gerade in solchen Situationen, die so sehr plötzlich über einen hereinkommen, ne? Ja. Dass man irgendwie damit umzugehen weiß und so. Was mich noch irgendwie interessieren würde, wäre so, klar, so mit dem Essen und so muss man irgendwie darauf, voll drauf aufpassen. Aber ist es auch so, dass du irgendwie erschöpfter bist, als du das vorher warst? Mental auf alle Fälle. Ja. Es ist mental und psychisch einfach extrem, extrem aufreibend. Weil du, wie gesagt, keine Pause hast und auch irgendwie einfach auf viel, viel mehr Sachen achten musst den ganzen Tag über. Körperlich auf alle Fälle auch, merke ich extrem. Vor allem, wenn ich merke, dass mein Blutzucker manchen Tagen nicht so gut ist oder schlecht eingestellt ist, du spürst es einfach extrem schnell. Du merkst, du hast krass Kopfschmerzen oft, wenn der Zucker zu hoch geht oder so. Du wirst müde, weil dieses Hoch- und Runtergehen beim Blutzucker macht einen Menschen einfach auch bewiesen, also ist auch bewiesen, es macht dich einfach müde. So, wenn der Zucker auch hochgeht, wirst du träge, du wirst müde, du kannst dich nicht gut konzentrieren und sowas. Es ist alles körperlich und psychisch sehr, sehr belastend. Hast du das Gefühl, dass dann zum Beispiel so Unis oder Schulen oder wie auch immer, je nachdem, welchem Bereich du sozusagen dann warst, wird darauf Rücksicht genommen? Oder hast du das Gefühl, dass du irgendwie voll so produktiv sein musst, wie als wärst du irgendwie nicht erkrankt? So? Oder hast du das Gefühl, dass es da noch irgendwie Ausbaubedarf gibt?
auf alle Fälle auf Ausbaubedarf, weil also die meisten Fälle weiß man, kann man es einer Person auch nicht direkt ansehen, dass sie krank ist. Mm, ja, voll. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? Ja, so, ja, dass Leute denken, die sehen dich und denken, also sie gucken mich an und denken sich, ja, sie ist gesund, ja, wissen aber nicht, dass du vielleicht krank bist. Deswegen ist es halt so eine Sache, wenn du etwas nicht die ganze Zeit siehst und es nicht die ganze Zeit präsent ist, dann machst du dir halt auch nicht so viele Gedanken drüber, glaube ich. Und dadurch ist halt auch nicht wirklich in die Richtung wirklich viel gemacht worden. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwie krass Rücksicht darauf genommen wird oder dass man irgendwie sagt, ja, die Studenten, die das oder das haben oder keine Ahnung, da haben wir diese Lösungen oder sonst was. Also nee, gar nicht. Auch nicht, noch nicht einmal so irgendwie so psychischer Support. So normalerweise an den Unis sollte es ja eigentlich sowas immer geben. Voll. Und dass es da irgendwelche Anlaufstellen gibt, aber selbst das so wird, also selbst wenn sie es haben, so weiß man nichts davon. Ja, entweder man weiß nichts davon oder es ist halt auch so, also was ich so ein bisschen auch immer mitbekomme mit Menschen, die einfach chronisch krank sind, ist ja egal, ob es jetzt psychisch oder physisch ist, aber es gibt vielleicht diese Anlaufstellen, aber dann gibt es trotzdem die Deadline. Ja. Dann gibt es trotzdem die und die Abgabefrist und das ist dann halt dann auch nicht unbedingt hilfreich für die Menschen, ne? Das einfach ist halt irgendwie auch dann, das bringt dann auch nichts. Aber man merkt halt irgendwie, man lebt halt in so krassen Systemen, die halt so sehr, sehr strikt sind, ne? Ja. Und wenn, und das merkt man, glaube ich, dann vor allem, wenn man irgendwie, also jetzt ist ja eh noch mal eine ganz wilde und andere Zeit, aber ansonsten merkt man halt einfach so, ah krass, diese Systeme sind einfach für quote on quote, was immer das bedeuten mag, gesunde Menschen gemacht, ne? Menschen, die einfach abled sind, die alles machen können, praktisch gar nichts haben, was sie jemals irgendwie abhält. Auf alle Fälle. Produktiv zu sein, so. Ja. Auf alle Fälle. Also es spielen so viele Sachen mit rein. Also mir fällt auch gerade ein, also zum Beispiel Symptome, dass man es hat. Zum Beispiel waren halt zum Beispiel so, dass du, ich habe extrem viel Wasser getrunken. Also so, dein Körper trocknet halt innerlich aus, weil du so einen hohen Zucker hast. Und gleichzeitig gehst du halt auch ständig auf Toilette. Und eine Sache war bei mir extrem, ich habe krass abgenommen. Also so unnormal, weil dein Körper versucht halt, weil er nicht mehr an Energie kommt, verbrennt er deine Fettreserven. Damn. Und das ist halt extrem schädlich. Und bei mir war es also, ich habe innerhalb von 1-2 Monaten irgendwie über 20 Kilo waren dann plötzlich weg. Was? Und boah, das ist aber heftig. Ich war richtig dünn zu der Zeit und dann musst du dir aber vorstellen, ich hatte so nachts so die größten so Heißhungerattacken und ich habe so nachts mit Pommes gebraten und so. Aber dachte mir so, geil, so ich esse und esse, ich nehme ab. So und was richtig heftig ist, so auch wirklich für die Zeit danach, irgendwann hatte ich die Diagnose, dann wusste ich, okay, woran es liegt. Und mir haben von außen voll viele Leute einfach gesagt, ja, achte aber drauf, dass du nicht wieder das zunimmst, was du sozusagen abgenommen hast. Boah, ich könnte ausrasten, ne? Und dann dachte ich mir so, like... Junge, wirklich? So, was? So, du weißt schon, dass das kein normales Abnehmen war, ne? So, das lag daran, dass ich so halb tot war. So, das boah, ist auch gerade nicht meine Priorität. Ey, die Schönheits... Diese Schönheitsideale und diese Körperideale, die in unserer Gesellschaft vertreten werden, die sind so abgefuckt, dass du die echt, weil ganz oft ist das so, es ist ja fast immer so, dass Leute dann abnehmen, wenn sie entweder körperlich oder psychisch gestresst sind oder krank sind. Ja. Und dann auch noch zu sagen, so, ah, ich applaudiere dir dafür, dass du kurz vorm Abnippeln warst. Ja, herzlichen Dank so. Ist wirklich so. Das ist so, also das ist so bescheuert, ne? Und es wird so viel Wert auf dieses Schlanksein gelegt. Und auch immer gleichgesetzt mit gesund. Genau, was für ein Bullshit. So like no, so also kannst extrem dünn sein, aber es heißt nicht, dass du irgendwie, dass du schlank, also so gesund bist. Eben, es hat gar nichts zu sagen. So, das, ja, es ist einfach extrem bescheuert so. Ich finde es auch richtig dämlich und... Total. Ja, also ich bekomme es bis heute so teilweise halt zu hören, so, weil ich habe danach die Phase jetzt, nach 2 Jahren, ich habe also wirklich extrem zugenommen. Also auch viel, viel mehr, als ich sozusagen davor eigentlich sozusagen beim Normalgewicht war. Und so, aber ich bekomme bis heute einfach so die Kommentare so noch zu hören, so, ja, du warst aber viel, viel schlanker und so. Boah, es ist so, ey, die Leute ich denke mir so, Digga, ich habe andere Prioritäten in meinem Leben, so. Und auch abgesehen davon, ich finde immer so, wer bist du, dass du meinen Körper kommentierst einfach. Oder es ist doch nicht deiner. Ja. So, das ist, also. Nee, das ist ja auch nochmal sozusagen, wie du gesagt hast, so, das ist ja wahrscheinlich dann so dieser ganze psychische Aspekt Druck auch davon, und Aspekt, der sozusagen auch damit noch reinkommt und so. Ja.
Ja, krass. Ja, wahnsinnig spannend, wirklich diese ganze Geschichte zu hören. Und wie gesagt, ich wusste das gar nicht von dir. Und danke auch, dass du das auf jeden Fall, also danke für dein Vertrauen und danke, dass du das geteilt hast. Weil, also ich glaube, nicht nur für mich, sondern auch für die Leute, die zuhören. Ich glaube, es ist auch einfach super spannend, darüber zu erfahren. Weil es ist halt einfach, ja, es ist, wie ich ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet habe, irgendwie nichts, was unbedingt so ständig besprochen wird. Ja. Und voll wichtig, dass da irgendwie so Bewusstsein für geschaffen wird. Vielleicht noch eine Frage, bevor ich dir die letzte Frage stelle. Hattest du denn vielleicht irgendwie, also hast du nach der Diagnose, hast du dir irgendwie Leute gesucht oder hast du im Internet irgendwelche Seiten gefunden, irgendwelche Blogger oder irgendwelche Leute, die dir vielleicht geholfen haben, wo du gemerkt hast, ah krass, irgendwie, ich bin da nicht allein und da gibt es irgendwie so ein bisschen Hilfestellung für mich? Ja. Hast du da vielleicht in so ein paar Tipps oder so? Auf alle Fälle, es gibt richtig viel. Also es gibt online so einen riesen Type 1 Diabetic World Community mäßig. Wirklich? Also es gibt so richtig viel. Ich kannte das vorher gar nicht. Ja. Also ich wusste nicht, dass es gibt extra, es gibt halt so wirklich Typ 1 Blogger sozusagen. Ja. Damn, die das krass. Wirklich, also die online einfach extrem viel Aufklärungsarbeit auch machen und gleichzeitig ja, einfach so bloggen, alles mögliche, Fotos, Blogbeiträge, alles. Also ich habe auf Instagram, YouTube extrem viele gefunden. Hammer. Und es hat mir extrem viel gegeben. Also auch zum einen auch extrem viel Information, also ja. Sachen, die ich vorher nicht wusste. Oder auch einfach voll viele neue Perspektiven. Also weil ich dachte auch, ich hatte Phasen, wo ich mir manchmal dachte so, okay, ich bin damit voll eingeschränkt, dass ich vielleicht vieles nicht mehr machen kann wie davor. Aber ich habe halt Leute so online gesehen, die machen einfach alles damit. So sagen auch so, es schränkt dich in keinster Weise ein. So, du kannst dein Leben immer noch so leben und genießen. Es war so krass, ich hatte am Abend, also als ich wirklich in diesem Krankenhaus, in diesem Saal lag, habe ich auf YouTube einen Typen gefunden. Und ich habe den später nie wieder gefunden, ich weiß nicht mehr. Der hatte auf YouTube so ein wirklich ein-, zweiminütiges Video gemacht. Und es war einfach nur so ein Video, wo er sozusagen, es waren Leute adressiert, die gerade eben die Diagnose bekommen haben. Und wo er einfach gesagt hat, so ey, wenn du gerade Diagnose hast und so, du denkst dir, dein Leben ist vorbei, er meinte so, es ist nicht so schlimm, wie es ausschaut. Er sagt so, er hat wirklich so eine richtig schöne, kleine, kurze, so einen kleinen Rant so gehabt. Aber es hat mir damals so viel gegeben. Also online und all das hat mir damals extrem geholfen. So. Ja, das glaube ich. Wirklich eine krasse auch. Stütze gewesen. Ja, ja, ja. Okay, jetzt habe ich doch noch eine Frage vor der letzten Frage. Ja. Das habe ich jetzt wirklich. wie würdest du dir wünschen, dass Leute mit chronischen Krankheiten umgehen? Also sowohl Betroffene als auch Leute, die jetzt zum Beispiel in ihrem Umfeld jemanden kennen? Auf alle Fälle sehr, sehr sensibel einfach damit umgehen. Im Sinne von ein paar Sätze, die ich immer zu hören bekommen habe, war: Ja, sei dankbar, es ist ja nicht Krebs oder sonst was. Und in dem Moment, wenn du vor allem auch ganz frisch damit erkrankt bist, das ist nicht das, was du hören willst. So, und ich bin auch kein Fan davon, dass man so, ich sag mal, so verschiedene Prüfungen, die ein Mensch hat, dass man sie mit, also dass man sie vergleicht mit den Prüfungen so ein Battle anderen. Macht, ja. So, like, das, so das Schlimmste, das ist vielleicht das Schlimmste, was mir in meinem Ermessen sozusagen mir so gegeben wurde. So, ich hätte sein können, dass ich zum Beispiel mit Krebs überhaupt nicht klargekommen wurde. Deswegen wurde ich auch, habe ich auch, also das bekommen, weil das schon das Schlimmste für mich ist. So, das ist so eine Sache, so einfach nicht vergleichen mit anderen Dingen, was vielleicht schlimmer wäre. So, natürlich, man ist dankbar, also ich versuche immer dankbar zu sein für alles. So, aber trotzdem, ich glaube, so diese Sensibilität, die fehlt einfach extrem. Und schauen halt auch wirklich, was die Person wirklich braucht und nicht, was du denkst, was die Person braucht. Also wirklich eher auf die Person hören und sich auf alle Fälle auch informieren. So, ich glaube, so wie, es ist halt so dieser Luxus, wenn man davon nicht betroffen ist, dass man dann halt auch nicht sich denkt, okay, es ist jetzt nicht so nötig, dass ich mich mit der Thematik auseinandersetze, aber es betrifft einfach so viele Menschen. Und wer sagt nicht, dass es dich nicht auch betreffen könnte, ne, irgendwann? Und so, und deswegen einfach sich auch ein bisschen schlau machen, weil wir haben heutzutage die Möglichkeiten. Voll. Ja. Also einfühlsam sein, sich informieren und nicht irgendwelche Vergleiche ziehen und einfach Verständnis und Empathie haben für die Leute. Naja, also an sich sind es basic menschliche Sachen. Ja, aber es ist trotzdem nochmal gut, das zu erwähnen, weil ich habe manchmal das Gefühl, so die Sachen, die vielen Menschen als Basics vorkommen, sind für andere Menschen überhaupt gar keine, da denken die gar nicht dran. Wirklich? Deswegen gut, dass du das nochmal geteilt hast. Doch.
Schön, dass du da warst, du selber. Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Wirklich? Ja. Komm jederzeit wieder. Ich meine, wir sind ja wirklich Nachbarin. Ja. Komm immer vorbei. Nein, wirklich vielen, vielen Dank, dass du diesen Einblick uns gewährt hast. Also es war wirklich auch für mich einfach super spannend, dir zuzuhören und einfach diesen Einblick auch zu bekommen. Mhm. Ne? Weil ich glaube, das ist für mich halt irgendwie immer so das Interessanteste sozusagen auch von den Menschen, die tatsächlich von irgendeiner Sache betroffen sind, zu hören und ihre Geschichte zu hören. Deswegen vielen, vielen Dank. Gerne. Ich werde dich verlinken und ich werde auch die Instagram-Seite von EQT verlinken. Ihr könnt dem EQT-Podcast wie immer bei Spotify folgen, bei Apple Podcasts. Es gibt ihn einfach überall, wo es Podcasts gibt. Follow, subscribe, you know the drill. Genau, bei YouTube gibt es ihn auch, falls ihr keinen Streaming-Dienst benutzen möchtet oder könnt oder wie auch immer. Und dann bedanke ich mich für die erste Folge für 2021. So cool, ich bin sehr gespannt, was alles noch passieren wird in diesem Jahr. Genau, ganz lieben Dank an dich. Danke. Und dann sagen wir jetzt tschüss. Tschüssi. Bye bye und auf bald.